Hallo und herzlich willkommen zu Tag 70. Eine weitere runde Zahl in meinem Fortschritt, Veganer zu werden oder zu sein. Keine Ahnung, ab wann man sich da bezeichnen kann. So. Und die Frage ist ja sowieso überhaupt, möchte man sich als Veganer bezeichnen? Möchte man sich, und das ist ja eine Diskussion, die in den veganen Communities auch oft geführt wird, neuerdings auch bei YouTube, gestern glaube ich Marvin war es, der da auch nochmal Bezug genommen hat, möchte man überhaupt Veganer sein? Möchte man sich so abgrenzen? Möchte man sich in so einen Kasten reinschieben lassen? Oder möchte man sich einfach nur natürlich ernähren und jeder so ein bisschen nach seiner Fassung? Aber das soll nicht Thema dieses Videos sein, das haben andere Jörg schon ausführlich zum Besten gegeben und eigentlich auch alles Wichtige erfasst. Ja, ansonsten, gestern, jetzt sind wir beim Thema Veganer, ich habe mich gestern Abend gar nicht mehr so richtig wie ein Veganer gefühlt. Aus dem einfachen Grund, ich habe frühs Mett gegessen und abends habe ich dann im Forum, das war IOFF Forum, hat mir die Lilly ein sehr leckeres, wie sie sagte, Tartar-Rezept gepostet. Und naja, ich habe gesagt, ja okay, probiere ich dann irgendwann mal. Und 10 Minuten stand ich dann in der Küche und habe das dann auch probiert und natürlich kurz ziehen lassen und auch gekostet. Heute Morgen dann auch nochmal gekostet, um es in der Nacht ziehen zu lassen. Und ja, da habe ich sozusagen gestern frühes Mett gegessen, abends Tartar gegessen und eingeschlafen und gesagt, ja, bin ich wirklich noch ein Veganer? Also von daher, das war schon gestern sehr kurios. Zumal ich gestern für das Tartar auch mir mal Brötchen gekauft habe. Und normalerweise bin ich nicht so gluten, dass ich das unbedingt essen möchte. Aber gestern wollte ich einfach mal so dieses Komplettpaket probieren und habe dann sozusagen Brötchen gegessen. Und ja, also zu dem Tartar habe ich auch wieder ein kleines Video gemacht. Das spiele ich kurz jetzt ein. Ganz kurz, wie ich schon wieder hier in der Küche ganz spontan stehe. Und zwar hat mir die Lilly aus dem IOFF-Forum hat mir hier ein Rezept für ein veganes Tartar sozusagen dagelassen. Und nachdem ich jetzt so begeistert gewesen bin von dem veganen Met von Manolo Floyd, habe ich jetzt hier einfach mal, bin ich an diesem veganen Tartar machen und werde euch morgen sozusagen dann berichten, wie das geschmeckt hat. Ja, auf jeden Fall hier nur kleine Impression. Da sind zerdrückte Kartoffeln, hier ist Öl, Knoblauch, süße Paprika und scharfe Paprika. Hier wird es eine Zwiebel und dann kommt noch Salz und Pfeffer rein und noch irgendwas. Muss ich aufs Rezept von der Lilly mal gucken. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, was da draus wird. Na dann. So, das ist jetzt das Ergebnis von diesem veganen Tartar. Es riecht, ja, nicht so wie jetzt gehacktes oder das vegane Met gestern, sondern es riecht halt ein bisschen intensiver nach verschiedenen Sachen, unter anderem auch Knoblauch. Würde jetzt nicht sagen, dass es lecker riecht, würde aber auch nicht sagen, dass es unlecker riecht. Es riecht halt, wie es riecht. So sieht das Tartar dann quasi aus. Ich habe mir heute extra mal Brötchen zugelegt. Normalerweise bin ich jetzt nicht so der Brötchen-Fan wegen den Gluten. Aber weil ich das vegane Met auf jeden Fall nochmal probieren möchte, was ich gestern im Video gezeigt habe, mit Senf und richtig Brötchen, habe ich jetzt auch jetzt gleich mal das vegane Tartar quasi auch drauf gemacht. Und ja, und mal sehen, wie es schmeckt. So, dann schauen wir mal, wie das vegane Tartar schmeckt. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Tartar und Met? Also ich kenne sowieso nur gehacktes und geschabtes, also aus Schwein oder aus Rind. Und Met ist, glaube ich, alles klein noch gemacht und gewürzt. Und Tartar kann ich nun gar nichts mit anfangen. Aber egal, das wurde als Rezept mir empfohlen, veganes Tartar. Ich werde es kosten. Lecker. Hat nichts mit Met zu tun oder gehacktes. Schmeckt davon, also hat gar nichts damit zu tun. Also das vegane Met von gestern, das Rezept, das ist wirklich veganes Met. Das hat jetzt nichts mit Met oder Gehackten zu tun und vielleicht ist Tartar ja auch was ganz anderes. Aber es schmeckt gut. Das ist ein richtig herzhaft leckerer Brotaufstrich. Also richtig. Also Wahnsinn. Danke Lilly für das Rezept. Wird definitiv wieder gemacht. Vielleicht eine Spur zu scharf. Ich habe das Rezept genauso übernommen, wie du das gemacht hast. Oder wie du das gepostet hast. Halt zur Hälfte scharfen Paprika. Und dann noch Pfeffer drauf. Ich bin aber überhaupt nicht der scharfe Typ. Von daher, die Schärfe würde ich reduzieren. Und dafür vielleicht ein anderes Gewürz mit drauf machen. Aber die Grundidee, die Konsistenz. Und sozusagen die Kartoffeln.
vom was übrig geblieben ist von den Kartoffeln, die zu nutzen und dann Brotaufstrich draus zu machen. Von der Konsistenz sehr, sehr überzeugend und vom Geschmack her muss ich auch sagen, schön rund und herzhaft. Bin wieder mal begeistert. Also vielen Dank. Wenn ihr irgendwie Rezepte habt, natürlich nicht jedes Scheißrezept, was ihr irgendwo mal aufgelesen habt, aber wenn ihr ein Rezept von euch getestet habt und ihr seid total begeistert davon, immer her damit. Ich teste alles. Ja, also entsprechend, ich habe heute Morgen nochmal gekostet, da, wenn das noch schon ein bisschen durchzogen ist, die Zwiebeln, schmeckt das noch runter, noch besser. Also ist definitiv eine Empfehlung, auch wenn das natürlich nichts mit dem klassischen Mett zu tun hat. Ich habe schon als Fleischesser, ich glaube, ich habe das schon in dem Video erwähnt, wenn ich es nicht rausgeschnitten habe, nie kapiert, was der Unterschied zwischen Mett, gehackten und Tartar ist. Das war für mich irgendwie immer das Gleiche. Und auf jeden Fall, also dieses Tartar, das vegane Tartar, dieses Rezept schmeckt wirklich sehr gut als herzhafter Brotaufstrich. Und man kann wunderbar entsprechend seine Kartoffeln verwerten. Also von daher wird definitiv wieder gemacht bei mir. Ich spiele aber in einer ganz anderen Liga als das Mett. Weil das Mett, was ich probiert habe, es hat wirklich wie Mett geschmeckt oder war die Richtung. So, und aber das Tartar, also das war nicht die Richtung, hat aber auch sehr, sehr lecker geschmeckt. Gut, das zu dem Thema. Ich war gestern einkaufen und da habe ich das hier gefunden. Das ist Kippensaft von Van Namen. Kenne ich nicht, ist auch egal. Geht doch jetzt nicht um das Produkt, sondern Kippensaft. Und habe ich Quitte schon tausendmal irgendwie gehört, aber eigentlich noch nie gegessen oder getrunken oder sonst was. Und deswegen habe ich mir gestern einfach mal so eine Flasche Quittensaft gegeben und habe die mit nach Hause genommen und getrunken. Und muss sagen, dieser Quittensaft, also das war ein Geschmack, der war gar nicht so einfach. Der war sehr, sehr mit vielen Nuancen sozusagen behaftet und gar nicht so typisch für den Obstsaft, so eindimensional, lecker, Obstsaft, Apfelsaft, Orangensaft, was auch immer für Saft, Traubensaft, ist immer so, aber der Quittensaft, da hatte ich so eine Vielschichtigkeit, die ich so nicht von Obstsaft gewöhnt bin. Muss sagen, also probiert mal Quittensaft aus, ob das was für euch ist. Es ist sehr speziell, denke ich, aber ist auf jeden Fall mal ein Test, ja. Apropos Test. Ich habe ja einen von euch oder zwei von euch ja gesagt, ich werde mal probieren, Ingwer in den Smoothie zu tun. Das mache ich heute. Ich werde das nicht aufnehmen, weil das jetzt hier nicht Extreme Smoothing ist oder sonst was, weil wir was ganz Normales einfach nur probieren. Und ich werde euch morgen berichten, also ich hasse Schärfe ohne Ende. Ich bin totaler Scharfhasser. Aber die Leute haben gesagt, ja, eine leichte Schärfe, aber das geht. Ich werde jetzt sozusagen einen so einen Knüppel hier schälen und in den 2 Liter Eimer mit reintun. So, wenn ich mir dadurch meinen Smoothie versaue, dann gucke ich noch genau nach, wer mir das empfohlen hat. Naja, dann lasse ich mir das einfallen. Ja, das Schöne an dem Ingwer war, ich habe den gewogen gestern und bin an die Kasse, also mit Aufkleber drauf, bin an die Kasse gegangen und da war der Aufkleber irgendwie abgegangen, irgendwo dran geklebt und die Kassiererin hat mich gefragt, na und, musst du wiegen? Ich sage, ja klar, habe ich noch gewogen, der Zettel muss ja irgendwo sein. Und die, ja, okay, alles klar, nicht gesagt, den Ingwer kurz liegen lassen und dann so 2 Produkte durchgezogen und dann den Ingwer einfach mit rübergelegt. Also im Endeffekt so, dass sie sich hätte rausreden können und sagen, ja, ich habe den, also ich habe es gar nicht mehr mitgekriegt, da musste den natürlich noch abwiegen. Aber im Endeffekt kostenlos den Ingwer bekommen, aufgrund der Faulheit der Kassiererin. Sehr schön, das wollte ich auch noch zum Besten geben. Des Weiteren, Apfel-Bananen-Experiment. Update. Auch jetzt als Video. So, Update von unserem Experiment. Also, legen wir mal wieder zusammen hier. Ich habe das schon die letzten Tage gemerkt. Also, die Banane, die nicht beim Apfel liegt, hat auf jeden Fall aufgeholt und vielleicht sogar überholt. Wollen wir die andere Seite angucken? Ja, ich sehe das ja selber, also ganz ehrlich, also die sind auch für mich jetzt absolut gleich. Am Anfang des Experimentes dachte ich vielleicht, dass die Apfelbanane doch ein bisschen schneller, die Apfelbanane ein bisschen schneller vorangeht, aber also die hat mindestens aufgeholt, wenn nicht sogar überholt. Also ich würde sagen, ungefähr gleich und ja, also, nee,
Das geht keinesfalls schneller mit Äpfeln. Ich lasse die jetzt noch weiter liegen, aber also es bildet sich schon für mich ein Urteil, dass das mit den Äpfeln ein Anmärchen ist. Ja, es ist 100-mal getestet und steht irgendwo im Internet. Für mich? Nö. Ja, also wie ihr seht, für mich absolut pari pari. Da ist nichts mit Apfel geht's schneller. Klar, es ist erwiesen und so weiter. Für mich nicht. Ich werde das, wenn es so bleibt, einfach nochmal probieren. Und dann werde ich einen Apfel direkt in eine Banane direkt in eine Apfeltüte stecken. Also damit er wirklich überhaupt nichts mehr für mich ist, für mich offen bleibt. So, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, nö, hilft überhaupt nicht. So, das nur mal so gesagt, aktuelles Experiment. Weiter, wir sind noch nicht ganz fertig. Und zwar habe ich mir heute überlegt, ich hatte mal einen User versprochen von Bad Company, diesen Rücken, diesen Hyper Extension Trainer zu präsentieren und mein Urteil darüber abzugeben. Das werde ich jetzt heute versuchen. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Jetzt haben wir natürlich wieder die Zeit ausrufen lassen. Und ich glaube, ich habe noch nicht ein einziges Mal geschafft, ein 5-Minuten-Video zu produzieren. Ich muss das nochmal nachgucken. Ich glaube, ich habe es wirklich noch nie geschafft. Und das ist eigentlich das gegebene Ziel von mir, mal 5 Minuten zu schaffen. Aber es ist wahrscheinlich nicht wirklich... Ach, ich würde jetzt wieder anfangen zu philosophieren und zu erzählen und dann sind wir dann irgendwann bei 80 Minuten. So, deswegen, ich verabschiede mich einfach und wir sehen uns morgen. Macht's gut zu Tag 71. Euer Christian.